Herzlich willkommen zu einer neuen Folge World of Warplanes. Neu ist aber auch immer so relativ. Egal. Aber man könnte echt manchmal meinen, dass ich das irgendwie vorher aufgenommen habe und jedes Mal vor das Video schneide. Das Intro schneide ich zwar rein, also dieses World of Warplanes Zeichen, aber mehr nicht. Ne? Nur noch mal, um das klarzustellen. Aber was soll's? Komm, legen wir erstmal los mit einer schönen i16S, die spätere Version. Und ich habe hier auch mein Buch vorliegen, wie ich mal angekündigt habe, und da hat nur einer, geschrieben hat. Was bringst du denn Schönes? Kannst du dieses LP zu einem wissenswerten etwas bereichern, du kleines Büchlein? Ja, okay, ich glaube, dafür ist es eh schon zu spät, aber... Also, wo haben wir denn die Flugzeugchen hier? Okay. Die i17, also ich habe schon mal eine Aufnahme gemacht, die habe ich da... Ah, oh, komm schon! Schade. Ich habe schon mal eine Aufnahme gemacht, die habe ich dann aber irgendwie verpatzt. Und, ja, das lief zwar da nicht super, aber man kennt es halt von mir, ne? Ne. Und ich weiß gar nicht, ob ich das in der verpatzten Folge gefragt habe oder in der letzten, die rauskam, wegen War Thunder. Weil da, ich habe euch, glaube ich, einmal gefragt, ob ihr davon was sehen wollt. Und, ja. Dann frage ich halt den Notfall jetzt nochmal. Wollt ihr War Thunder mal sehen? So im Vergleich zu World of Warplanes. Hurra, Mann, ich liebe diese Rollen. Moment, ich glaube, ich muss das kurz mal einstellen. Habe ich natürlich eben vergessen. Ich glaube, Kopf. Hallo? Da, genau. Nee, rechts. Das hier muss auf D anwenden. Das hier muss auf A anwenden. Anwenden, okay. Geht's besser? Ja, so, jetzt hebe ich auch damit entsprechend die Flügel. Ah, wo bin ich denn jetzt? Ja, genau, so. Weil ich fand das manchmal immer verwirrend. Vorher habe ich das nämlich auch noch andersrum gehabt, wie ihr vielleicht gesehen habt. Oder halt die verbündete Einheit zerstört. Ja, toll, das beginnt ja super. Wow. Ein Dings hier. Japaner. Mal gucken. Ob ich mich den platt machen kann. Ich werde es versuchen. Ach, ich vergesse immer, dass ich gar keine Klappen habe. Ah! Ah, Spitfire! Au, 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 au. Was war das denn jetzt? Ich habe irgendwelche Tasten gedrückt. Autsch. Ich wollte eigentlich noch zuletzt eine Rakete auf irgendwas ballern, aber das war mir wohl nicht mehr vergönnt. Da waren sogar noch zwei Verbündeten, aber das waren einfach viel zu viele. Oh, meine Raketen. Da segel ich noch ein bisschen lang. Dann ins Meer zu fallen. Plopp! Ach ja, Gott. Spitfire, was sagt mein schlaues Buch zur Spitfire, ey? Die hat einfach ihren Ruf. Spitfire, 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 Spitfire. Na, hallo, ich will zu den Engländern. Na, Großbritannien. Mosquito. Nein, nein. Ah, Spitfire, Supermarine Spitfire. Ja... Ja, ja, ja. Das bekannteste Flugzeug, das ist klar. Also das bekannteste Flugzeug der Engländer, das ist klar. Ich glaube, die haben ja auch mal irgendwas geschrieben, womit ich nicht ganz einverstanden war. Ja, hier nahezu in Großbritannien genießt die Spitfire einen geradezu mysterischen Ruf. Verehrung, sorry. Kommt davon, wenn man irgendwie den Satz selber vollenden möchte. Ne. Ein Mann, 22 mm, 4, 7,7 mm. Ach, das ist immer schön. Ich meine, ne?
Aber ja, ein Rolls-Royce Merlin 20, XX oder 20 Motor. Ja. Bla 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 bla. Steht nichts Tolles dran. Außer vielleicht, warum die Tragflächen rund, also so elliptisch sind, aber ich glaube, in diesem Spiel ist das eh scheißegal, wie die Flugzeuge geformt sind. Ich meine, das sieht man ja auch an einem Ami. Das ist eigentlich mehr so eine fliegende Untertasse mit zwei Propellern vorne dran. Ich denke mir so, what the fuck? Also, was haben wir denn hier Schönes? Ja, meine Messerschmitt. Ist da noch Tier 4, ja, doch Tier 4, aber es wird. Hol sie dir! So. Ja, ich muss euch sagen, man merkt so, wenn man jetzt hier so einen direkten Vergleich guckt, dass die 16 weitaus wendiger ist. Ach, nam, nam, nam. Also da oben, oh, na, oh, na, oh, ne. Ach komm, versuchen wir es. Ja, wenigstens ein schönes Gefecht. Ich bin hier gelandet, da kann ich nicht irgendwie meckern, dass ich nur noch gegen Fünfer spiele. Bleiben wir uns erstmal lieber an den hintersten. Ey, komm, davon muss doch irgendwann mal einer treffen. Was zum Fick, was kommt denn da an? Boah, ich muss oben bleiben, ich muss oben bleiben. Ja. Ist gut. Ah! Was zum. Wer wagt es? Wer wagt es? Oh, nein, 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 nein! Ah, ich habe mich nicht schnell genug gedreht. Moment, ich hätte dann den hier, den hoch. Nee, doch, den hochziehen müssen. Fuck, ey, das war nicht so geplant. Ich wollte eigentlich den rechten Flügel noch einmal runterziehen. Das war jetzt scheiße. Das hätte ein echt schönes Gefecht werden können. Ist doch nicht wahr. Nur weil der hätte, wäre gesteuert hier. Ist klar, drei Flugzeuge beschädigt, mehr habe ich da nicht geleistet. Ach, scheiße. Mano, ich will doch auch mal wieder ein schönes Gefecht aufnehmen. Scheiß Engländer. Ja. MK5 von der Spitfire. 6664 Exemplare wurden hergestellt. Im Vergleich, ich glaube, die Messerschmitt, also die Messerschmitt, die auch hauptsächlich verwendet wurde, wurde, glaube ich, nur irgendwie 2000 Mal gebaut. Die Deutschen hatten es halt nicht so mit ihrer Masse. Überzeugten eher durch Klasse. Wo ist es denn hier? Die Messerschmitt BF909. So. Ah, nee. 35.000 Exemplare. Okay, wir hatten auch an ein paar mehr Fronten zu kämpfen. So, jetzt komme ich mit meinen schönen 32mm Geschützen hoffentlich auch mal schön einen Feind haben. Weil dann wird's böse für ihn. Ah, okay, das ist der Flügel. Ich muss mich da echt noch dran gewöhnen. Oder anders gesagt auch mal die vernünftig verwenden. Oh, das wird böse. Oh, den habe ich schön weit runter geschossen. Der ist wahrscheinlich AFK. Ja, der ist AFK. Also, oder er war noch im Ladescreen. So, mal gucken, was ich mit denen leisten kann. Boah, ich mag diese 32er. Super. Ah, nix da zu groß. Wow. Oh, da habe ich die Bombe gesehen. Da fällt die Bombe. Los. Ach komm, ernsthaft. Dieses. Ah nein, ich möchte jetzt nicht unbedingt von. Nein! Du. Ah! So.
da lang. Ach Herr Gott. Der will zu unserem Hauptquartier, das sehe ich jetzt schon. Und da will einer was von mir. Das kann ich nicht gutheißen. Ach der, okay. Versuche, aber er wollte eigentlich lieber den da oben platt machen. Den schweren Jäger, der unsere Hauptstation kaputt machen wollte. Los, komm, treff. Jawoll! Zweiter Gegner zerstört, das gefällt. So soll das laufen. MG ist zwar noch nicht abgekühlt, aber man muss jede Chance nutzen, noch einen Ding zu schießen. Schaden ist Schaden. Ach komm, so. Komm. Boah, ich möchte jetzt nicht die Messerschmitt rammen, weil Messerschmitt ist ein sehr schönes Flugzeug und ich gönne ihr auch nicht. Geld. Dann kill ihn bitte. Ich möchte nur Punkte für den Schaden kassieren. Los, kill doch. Bist du ein... Ich wollte schon sagen. Wie unfähig ist der Typ denn? So, dann geht's weiter. Ja, ich weiß, ich bin auch nicht sehr viel fähiger, aber trotzdem. Ich habe schon zwei Gegner gekillt. Mehr als die anderen. Also mehr als den Großteil von unter anderen Leuten. Okay, was haben wir denn da? MGs sind weit abgekühlt. Ich habe noch sehr viel Leben, muss ich sagen. Und das wird interessant. So. Komm schon, komm. Ja, das ist ein Berg. Ey, komm, den habe ich doch überflogen. Ey, scheiß Clipping. Ich war drüber. Wenigstens gewinnen wir das Gefecht. Aber ich war drüber. Das habt ihr alle gesehen. Ich war drüber. Moin. Das hat jetzt aber nichts mit mir zu tun. Ich war drüber. P36 steht leider nichts in meinem Buch. Aber trotzdem. Ich war drüber. Echt uncool. Boah, hier. Ich freue mich schon auf die 220 mm bei dem Tal. Das wird schön. Vor allem, so wie ich die Russen kenne, ist das nicht so ein lärmschießendes, sondern auch mehr so halt MG-Style. Was dem Namen MG dann auch alle Ehre macht. So, hatten wir schon... Ja, hatten wir auch. Ich wollte jetzt mal eine Folge machen, wo ich kein Flugzeug doppelt verwende. Nehmen wir doch mal die da. Hattet ihr irgendwas Tolles? Was weiß ich, so wie 220mm Geschütze? Autsch! Das tut weh. Vielen Dank, Matchmaking. Ich mag dich auch sehr gern. Ach, Herrgott. Ja, Gefecht starten. Ich guck erstmal gar nicht. Will er es gar nicht die Stats vergleichen? Was hat das Ding? 4,7,7. Ich hätte lieber 20er gehabt. Aber man nimmt, was man kriegen kann, ne? Das Flugzeug sieht immer noch beschissen aus. Ach, wird schon. Muss man sich nur dran gewöhnen. Da ich heute den Tag des Aufnehmens machen wollte, also alles mögliche aufnehmen, auch mal ein neues Projekt, werde ich ja wohl hoffentlich mich noch ein bisschen dran gewöhnen, dass zum Beispiel das hier das Ruder ist. Also, dass D das den Flügel ist und A das. Okay, ich bin natürlich wieder Vorreiter und werde wahrscheinlich auch als erster sterben, aber ich bin wenigstens über der Wolkendecke. Mir schon mal einen Vorteil. Da unten kämpft einer. Bin zwar viel zu hoch, aber für das Flugzeug, aber... Moment, ich greife da an. Oder? Nee, ich will... Bis zum... Hallo? Da unten. Ah. Wir sind... Ah, nein!
Die sehen mich nicht, die sehen mich nicht, die sehen mich nicht, die sehen mich nicht, die sehen mich nicht. Die haben mich echt alle nicht gesehen. Boah, was mein Glück. Ja, nennt mich Feige. Nennt mich Feige, ich bin auch Feige. Ich will da eigentlich nicht runter. Ich will denen da helfen. Irgendwo muss man ja auch mal gewinnen. Der hat viel zu viel Leben, den kriege ich niemals da. Aber man soll ja niemals nie sagen, was? Oh, eine P40. Hallo! Ah, ich hätte gerne den Kreis, genau. So, Training klemmen. Und das Feuer. Und drauf einschießen. Ah, komm, 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 komm. Jawoll, jawoll! Ich bin wendiger als er, ich bin wendiger als er! Wendiger! Ich krieg den, ich krieg den! Krieg ihn, krieg ihn, krieg ihn, krieg ihn! Jawoll! Nein, 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 da kommt die Verstärkung, da kommt die Verstärkung! Oh. Oh. Ah, danke, toll! Oh. Zieh hoch, zieh hoch, zieh hoch! Ah, toll, da klemmen sich 5 Leute hinter mich, weil ich einen gekillt habe, oder was? Boah, das war doof. Das war scheiße. Richtig scheiße. Stormfighter 11. Du mit deiner P36. Ich glaube, hier mache ich für euch. Ich habe heute Zeit. Komm, machen wir mal 20 Minuten. Noch ein Gefecht. Und zwar mit der A6M1. Oh, sehr schön, sehr schön. Das gefällt. Wenn jetzt nur noch die, wenn die A6M1 auch noch was kann, dann freue ich mich. Das ist ein Japaner, ne? Mal, was geht denn über mein schlauen Buch über die Japaner? Hier ist USA, Deutschland, Italien, Japan. Japan, hier ist die Zero. Die Zero ist eigentlich auch ein echt schönes Flugzeug. Hier ist das, ne, das, ich habe die A6M1. Hallo, A6M1. Das ist ein Italiener. Ja, da hätten die auch ein bisschen deutlicher markieren können, was, wer, wie, wo, wann trennt. Na, so, erstmal wieder schön steil fliegen. Was? Nur 100 Leben? Das finde ich jetzt dumm. Frankreich? Nein, die A6M1 ist nicht dran. Ich habe echt das Gefühl, erst ab T5 sind die Flugzeuge dort. Aber da sind in meinem Bild auch sehr viele Bomber und Jagdbomber drin. Dieses Spiel bezeichnet die Jagdbomber irgendwie anders. End. Moment. Ja, nein, das wollte ich auch nicht. Schaut euch da rechts an. Da hat einer sich entweder selbst versenkt oder einen Verbündeten versenkt. Naja, der hat sich selbst versenkt. Ja, das kommt mir sogar diesmal gelegen. Ja. Oh, ich habe sogar 220er. Ach, das gefällt. Ich. Alter, wie schnell kann der da hinfliegen? Spaß, lass unser Hauptquartier in Ruhe. Zerstört ihn, schnell, 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 schnell. Jawoll. Das war eine echt gute Ablenkung. Aber unser Hauptquartier steht noch. Was? Och, Spaß, was hatte der denn? Was hatte der denn für Bomben? Ey, ja, wenigstens etwas. Ich kümmere mich mal um die P36. Ich hoffe, die hat nicht ihre 23mm Geschütze. Ich hätte gern genau den Aim-Kreis. Danke. Oh, ey, diese Schwertgeschütze überhitzen so schnell. Nein, ich will den, ich will den! Genau, danke. Da oben, der steht auch gerade. Was mir eigentlich sehr zugutekommt diesmal. Das Gefecht sieht gut aus. Oh, schwerer Jäger, schwerer Jäger.
Messerschmelz 110B. Ein Regen aus MGs prasselt auf ihn nieder und jetzt wird er sterben. Ah, nein, ich höre ihn doch schon, ich höre ihn. Das gewonnen! Gewonnen! Yay! Yeah! Ich hab's sogar überlebt. Ich hab's sogar überlebt. Ich freue mich, ich freue mich, ich freue mich. Und ich freue mich, dass ich das gerade aufgenommen habe. Auch wenn ich es nur 600 Erfahrung boot. Mit der Pistole hatte ich doch einen Kill. Ja, ich hatte einen Kill, ein Flugzeug zerstört. Hallo, das ist... Lass mich, ich darf darauf stolz sein. Oh. Ich habe nicht genug. Schade. Warte noch ein bisschen, dann nehme ich mir lieber das hier. Und dann das da. Oder ne, erst die MGs. Ja, erst die MGs. Aber mit denen gewiss bin ich eigentlich ganz zufrieden. Naja, komm, erst das da. So. Dann sage ich bis zur nächsten Folge. Auf Wiedersehen und ciao!